Wunderschönen guten Morgen. Man wird mich wahrscheinlich kaum sehen. Es ist auch gerade noch gut so, weil ich bin gerade aufgestanden. Es ist kalt, es ist dunkel, es ist früh morgen. Ich bin gerade mit der Leica draußen und wir wollen jetzt gleich einen Stall fahren, Pferde machen. Und dann habe ich gedacht, ich nehme halt die Kamera mal mit, weil wir dann auch wieder zum neuen Hof fahren und ein paar Sachen erledigen. Hoffentlich zumindest, so wie ich mir das vorgestellt und geplant habe. Wir werden dann mal sehen. Ich werde die Pferde dann noch reiten nach dem Frühstück und ja, mal schauen, was der Tag so bringt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und bin sehr gespannt, was jetzt alles passiert. Na, Madame, wo sitzt du denn? Gehörst du dahin? Nein. Warte. Warte, pass auf. Erstmal dahin. Ja, komm. Nein, du musst erst hier runter. Dahin. Ja. Gar nicht so einfach, hä? Liegt vielleicht daran, dass du da nicht hin sollst. Ja, willst du direkt hier runter. Na gut. Auch okay. So eine Wuseltante. Ja, gehen wir erstmal Heufüttern. Ja, komm. Aufpassen, wo du hintrittst. Oh, toll machst du das. Ich habe immer ganz viel, also Leckerlis, aber keine Leckerlis, sondern einfach ihr Trockenfutter dabei. Weil das kriegst du dann einfach über den Tag verteilt, so eben als Leckerchen zur Belohnung. Und sonst kriegt sie nur Nassfutter. Aber so haben wir alles abgedeckt. Aber jetzt werden wir erstmal hier den Pferdchen wecken. Guten Morgen. Hi. Wieso stellt es sich nicht scharf? Naja, gut. Oh, es ist mit einer Hand echt gar nicht so einfach. Nächste Tür offen. Die kann ich zulassen. Und wer kommt hier raus? Wenn ich es auch kriege. Gar keiner. Da! Oh, der pinkelt gerade. Naja. Guten Morgen. Lass dich nicht stören. Guten Morgen. Na, mein Schatz. Oh, ist auch noch ein bisschen müde, hä? Pferde haben ja jetzt ihr Morgenheu bekommen. In der Zeit habe ich Heu auf die Weide gebracht und jetzt gibt's Futter. Das sieht man ja super. Ich fange immer mit Hafer an. Und ich habe euch ja gesagt im Futtervideo, das wird alles abgewogen. Ich fange mit Hafer an, weil wenn ich es dann in die Box gebe, ist der Hafer ja dann direkt oben drauf und dann frisst Lumpi das besser. Also alles nach dem Herrn ausgerichtet. Was ist das? Ja, wir haben einen Plan, da kriegt jeder seine Menge drauf geschrieben. So, jetzt brauche ich noch mal was. Und dann, dann wissen alle Bescheid, wie viel ihr das Pferd kriegt und es ist immer einheitlich. Für meinen habe ich das ja eigentlich vorbereitet. Also das hier ist jetzt noch das 6-Korn Plus Müsli von Wildorfer. Eigentlich habe ich das alles vorbereitet, aber komischerweise immer, stopp, wiegen, immer wenn ich Locks mache, ist es leer. Irgendwas. Das ist schief gelaufen. Haben wir da einen Futterdieb?
bist doch kein Pferd. Du bist doch kein Pferd. Hä? Nein, Mäuschen. Jetzt muss ich das Futter schon vor dir retten. Aber da sie schon nicht alles volle darf, kriegt sie wenigstens den Lerneimer zum Spielen. Ja, du bekommst natürlich auch was. Huch, nein, lecker, du nicht. Tja. Guten Appetit. Und die letzte Prinzessin bettelt schon. Ach, Mäuschen, habe ich dich fast vergessen. Es ist nicht zu fassen. Lecker, Mensch. Sollte ich doch nicht das Futter fressen. Also ich würde mal sagen, schmeckt allen, nicht nur den Pferden. So. Immer so aggressiv am Morgen. Und in der Zeit, in der die jetzt frühstücken, werde ich jetzt als allererstes mal schauen, was das Regenradar so sagt. Das schauen wir dann mal früh nach. Also meine bekommen ja sowieso Decken, aber ob eben alle Decken bekommen müssen. Aber das sieht gut aus. Mäuschen, schmeckt's? Da sagt's schon wieder was anderes. Das ist so ätzend, oder? Jede Wetter-App sagt was anderes. Naja, ich glaube, ich werde sicherheitshalber drauf machen. Mal schauen. Auf jeden Fall werde ich Lumpi anziehen, Lumpi. Na, wir müssen ja die Zeit gut nutzen. Das ist jetzt auch da. Ach, ist die Freude groß. Herz allerliebst. Draußen ist das ja alles ganz witzig, ne? Aber im Haus sieht das ja genauso aus. Wenn die beiden sich sehen. So, Boxen sind alle leer. Die letzten Ruf geschafft. Und jetzt... Man sollte den Haken schon treffen. Jetzt werde ich noch den Kater füttern. Na, ihr Ungeheuer. Die Ziegen rauslassen. Und dann werden wir erstmal frühstücken. Pferdmo, sieht man hier super. Pferde sind alle draußen. Und für mich geht es jetzt erstmal nach Hause frühstücken. Die Leica werde ich jetzt geschickt abgeben. Die darf jetzt mit dem Athos mitfahren. Bis er kam, war sie ja sauber. Aber jetzt sieht sie aus wie eine Sau. Und so will ich sie nicht in das frisch geputzte Auto lassen. So, gefrühstückt, gestärkt, schon wieder komplett den Plan des Tages verworfen und über den Haufen gerollt. Ich muss jetzt erstmal schnell misten, dann werde ich noch reiten, werde aber wahrscheinlich nur ein Pferd schaffen. Dann gibt es Mittagessen und dann wollen wir am neuen Stall noch ein bisschen was machen. Aber das lief schon wieder nicht so, wie wir uns das geplant hatten. Aber wir werden dann wahrscheinlich die Boxen soweit fertig machen, also sauber machen nochmal komplett. Die müssen auch noch eingestreut werden. Ich habe mich ja für das Strohgranulat von Streu entschieden, weil ich das jetzt am praktischsten fand, vor allem jetzt in den kalten Monaten noch, kalten und nassen Monaten. Ich hoffe, das können wir dann jetzt die nächsten Tage holen und einstreuen, aber alles schon mal sauber machen, Spinnenweben weg und was halt so anfällt, Tränken säubern, ja. Aber jetzt geht's erstmal hier weiter. Und falls ihr euch wundert, das ist ja Pippis Box, in der hatten wir die Einstreu getestet. Und wir hatten ja hier als letztes Miscanthus drin, glaube ich, ja. Und jetzt ist hier wieder Stroh drin, hat einfach die Bewandtnis, dass ich nicht genug Material hatte, um das jetzt wieder aufzufüllen, weil sie ja so ein kleines Schwein ist und dadurch musste ich ziemlich viel Nasses trotzdem rausholen. Und das musste ich jetzt erstmal mit Stroh
wieder nachstreuen. Ja, also, falls jetzt vielleicht die Frage kommt, wieso jetzt hier wieder Stroh drin ist, ist jetzt einfach übergangsweise nochmal drüber gestreut, bevor es dann im neuen Stall mit dem Strohgranulat weitergeht. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, how can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things, I never needed gifts or diamond rings, all I ever need, mit Reiten. Am Anfang war sie richtig nervig. Sie ist total festgemacht. Ich wollte die ganze Zeit nur buckeln, weil sie einfach so schreif war. Aber am Ende ist sie richtig schön locker, selbst nach vorne gelaufen. Und ja, so haben wir das Problem gut lösen können. Wir haben jetzt hier einige Möbel von meiner Family mitgenommen. Das wird Alex jetzt ausräumen und ich werde mich den Boxen annehmen. Die sind jetzt nämlich, okay, fast leer. und hier mal Staub wischen und das alles sauber machen und natürlich auch draußen die Boxen und alles fresh machen, dass das hier alles fertig ist. Kann ich auch gleich mal unsere riesige Schubkarre einweihen. Hier draußen in den Boxen ist, glaube ich, noch ein bisschen altes Heu und so. Das muss natürlich noch raus. Huch. Naja, da sollte ich mit einer Fuhre hinkommen. Sehr praktisch. Ich noch gar nicht gesehen. Kann man gleich einhängen. Und vom letzten Mal wisst ihr, dass ich jetzt hier das Futter einmal reingelagert habe. Das hat sich jetzt auch richtig geil, weil das kann ich jetzt wieder rausräumen, um hier erstmal kehren zu können. Naja, gut. Weil das will ich alles raustun. Das ist aber noch, also außer die drei Äpfel da, eigentlich noch ganz gut. Das werde ich dann erstmal in den Offenstall kippen, weil da haben wir auch noch so ein bisschen was, was hier rausgekehrt wurde von den Lieferungen. Und ja, da findet das ein Plätzchen. Da kann das mit verwertet werden. Braucht man ja nicht wegschmeißen, wenn es noch gut ist. Und draußen ist es ja dann auch nicht staubig. So, die werde ich mir jetzt hier ranstellen. Nein, erstmal das Futter raus, dann die Karre hinstellen und hier mal Klarschiff machen. Ausgekehrt und das Stroh erstmal hinten in den Offenstall zwischengelagert. Und da wir jetzt sonst nicht wirklich was machen können, habe ich mir gedacht, kann ich ja noch Heunetze vorbereiten. Und ich habe ja so einen schlauen Heunetzbefüller. Den werde ich jetzt mal noch fertig aufbauen. Und
Also es kriegt sogar ein Blondchen hin, ja? Das ist nicht schwer. Ja, werde das jetzt machen und euch dann mal zeigen, wie es fertig aussieht. So, aber wenn ich jetzt oben aufschneide, kann ich das ja nach hinten klappen. Hier ist es ja nicht richtig, oder? Hier ist ja egal. Und das ist ja der einzige, der rumliegt. Da hat was drauf gekackt. Also stimmt nicht, Betty. Oder? Ist das Katzenkacke? Nee, das ist zu klein, oder? Nein, weiß ich nicht. Hey, so ein Messer vor. Wo ist sie denn? So ein Messer vor. Hallo! Achtung, hier wird es gleich voll. Ich habe jetzt einmal so ein bisschen die äußere Schicht weggemacht, was ja einfach so von der Lagerung nicht ganz so gut ist. Also fürs Einstreuen ist das ja okay und gut, aber jetzt nicht zum Pressen. Aber hier, das ist echt super. Das staubt nicht. Das sieht richtig gut aus. Und da wir dann das Einstreu in den Boxen haben und nicht das Stroh, ließe sich vielleicht vermuten an der Menge Stroh, weil die hier rumliegen. Aber wenn dann das Einstreu, aber die brauchen dann trotzdem Stroh als Raufutter zur Ernährung. Deswegen kriegen sie das eben so zur Fütterung mit. Und so haben wir das, denke ich, ganz gut gelöst. Okay, jetzt vielleicht erst gegenüber abmachen sollen. Aber so, perfekt. So, und dann haben wir das erste. Ein bisschen reinstopfen. Schon mal fertig. Und jetzt mache ich die andere noch. So, Feierabend. Wir machen jetzt hier mal alles dicht. Zack. Licht aus. Hier ist alles sauber. Spinnenweben sind weg. Hier ist noch ein paar Geräte, die noch raus müssen. Aber alles ready soweit. Licht aus. Tür zu. Muss ich immer wechseln. Gut. Und auch hier draußen. Pflanze. Die Boxen sind jetzt einmal, sieht man ja super, richtig gekehrt. Das Futter steht auch erstmal wieder hier drin. Nochmal zwischengelagert. Und ja, haben wir es geschafft. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben jetzt halb sechs, nee, die geht ja noch falsch, halb fünf haben wir. Haben jetzt alles geschafft, was wir, ja, nicht was wir wollten, aber was wir konnten. Morgen ist der Tag. Dann wird hier wahrscheinlich dann die Übergabe stattfinden. Und ja, dann wird das Ganze noch ein bisschen realer. Wir können dann hoffentlich drin streichen und so. Und willst du auch mit hier rein? Ja. Moment. Ich bin ja auch nicht mit aufs Bild. Das ist meine Mama zur Info. Moment, ich muss mich noch anschneiden, bevor du hier losfährst. Und dunkel. Sieht man das noch? Ich denke. Und jetzt nicht mehr. Ha! Oh, das ist ja mal tolles Licht. Oh, Moment. Sicherheit am Arbeitsplatz. So. Ja. Mal schauen, ich hoffe, das geht dann morgen alles klar. Wir haben einen vollen Tag vor uns. Aber wenn. Was machst du denn? Redet nicht mehr mit mir. Werden das hoffentlich alles morgen schaffen und packen. Ja. Und dann ist es. Welche ist heute? 26. Heute ist Mittwoch. Es ist gar nicht mehr eine Woche, bis die Pferde kommen. Also die ersten Pferde. Ist das spannend? Ja, deswegen müssen wir alles fertig machen, dass alles bereit ist. Und wir sind gut vorbereitet. Dann machen wir es mal alles sauber und dann kann es losgehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden jetzt auch wieder viele Trainingsvideos folgen, weil ich habe gesehen, das kommt sehr, sehr gut bei euch an. Das freut mich natürlich. Es werden von allen Pferden weitere Videos folgen. Ein paar sind schon in Arbeit. Die anderen werden noch gedreht. Aber es wird hier auf euch zukommen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt muss
muss ich einmal überlegen. Hey, wir sehen uns erst im neuen Jahr wieder. Dann kommt mal gut ins neue Jahr und bis dahin. Tschüss.